Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und ja, Sie sind richtig. Sie sehen die Allgäu TV Nachrichten und zwar direkt von der Allgäuer Festwoche. Die ist ja quasi die fünfte Jahreszeit in unserer Region. Und um mittendrin zu sein, tauschen wir diese Woche unser Studio gegen das Festwochengelände. Und auch wenn die Umgebung ungewohnt ist, die interessanten Beiträge und wichtigen Infos aus der Region gibt es natürlich weiterhin. Das sind unsere Themen heute. Eröffnung, feierlicher Startschuss für die Allgäuer Festwoche 2018. Selbstversuch, Allgäu TV-Reporterin unterstützt Mitarbeiter auf der Festwoche. Und Radeltour, SPD-Fraktionsvorsitzender Markus Rinderspacher besucht das Unterallgäu. Vielleicht haben Sie ja auch schon, wie ich, Ihr Dirndl oder Ihre Lederhose aus dem Schrank geholt, denn am Wochenende ging es ja los mit der Allgäuer Festwoche. Und die ist nicht nur Heimatfest für Jung und Alt, sondern auch Wirtschaftsmesse mit Ausstellern aus der Region. Umso passender ist es, dass der bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, der dazu ja auch noch Allgäuer ist, die Festwoche offiziell eröffnet hat. Im Kornhaus in Kempten war am Samstagvormittag fast jeder Platz besetzt. Kein Wunder, denn bei der offiziellen Festwocheneröffnung kommt die Politik und Wirtschaft aus dem gesamten Allgäu zusammen. Den Startschuss für die Festwoche gab in diesem Jahr der bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie Franz Josef Pschierer. Er lobte das Programm der feierlichen Veranstaltung. Man hat als Wirtschaftsminister viele Termine, da gibt es unterschiedliche Kategorien. Es gibt für mich persönlich immer auch die Kategorie Wohlfühltermin. Das ist für mich heute ein Wohlfühltermin. Das war bei der Eröffnungsveranstaltung im Kornhaus schon so zu sehen und auch zu spüren. Eine tolle musikalische Umrahmung. Ich habe es außerordentlich begrüßt und finde es großartig, dass sich vier Landkreise und insbesondere die drei Allgäuer Oberbürgermeister Thomas Kegle, Manfred Schilder und Stefan Bosse hier mit großer Gemeinschaft und Gemeinsinn präsentiert haben. Das zeigt, die Allgäuer halten zusammen. Hier schaut nicht der eine auf den anderen neidig, sondern er sagt, was können wir gemeinsam tun, jeder in seiner Stadt und in seinem Landkreis, um dieses Allgäu noch weiter nach vorne zu bringen. Wie man das Allgäu weiter nach vorne bringen kann und welche Probleme es anzugehen gilt, war sowohl Hauptbestandteil der Rede von Oberbürgermeister Thomas Kiechle als auch der Festrede des Staatsministers. Franz Josef Pschierer kehrte die Authentizität des Allgäus hervor und versprach mehr Investitionen in die Infrastruktur und den Tourismus. Auch den Fachkräftemangel will er zukünftig intensiv bekämpfen. Kemptens Oberbürgermeister stellte jedoch in Frage, wie viel Wachstum für das Allgäu noch verträglich sei, denn man könne kommenden Generationen keine Landschaft voller Gewerbegebiete hinterlassen, so Kiechle. Trotz aller Zukunftssorgen, die Gegenwart hieß für Kemptens Oberbürgermeister Allgäuer Festwoche. Also ich würde es ganz einfach so sagen, ich hoffe und erwarte natürlich auch, dass es eine friedliche und eine friedliche Festwoche wird, bei der die Menschen wirklich gut zusammenkommen können und selbstverständlich, dass sie auch den wirtschaftlichen Erfolg für die Aussteller bringt. Das steht natürlich auch mit an erster Stelle. Nach der offiziellen Eröffnung gab es nach dem Einzug mit der Stadtkapelle Kempten einen Rundgang durch die Hallen der Festwoche. Bei der Friseurinnung konnten die Politiker auch ihr eigenes handwerkliches Talent unter Beweis stellen. Das Zelt der Friseurinnung ist aber nicht die einzige Neuerung. Es gibt natürlich immer ein Bemühen, neue Themen zu setzen und das aber auch in einer bestimmten Tradition. Beispielsweise das Handwerkerzelt, das sich jedes Jahr neu präsentiert, heuer mit der Friseurinnung. Ich glaube, auch ein Publikumsmagnet, es kann das durchaus werden. Und da spielt das Thema Wasser und Nachhaltigkeit eine besondere Rolle. Das Wasserwirtschaftsamt beispielsweise ist hier aktiv. Wir als Stadtverwaltung informieren über die Neugestaltung des Stadtparks, den wir ja nach dem Abschluss dieser Allgäuer Festwoche im Oktober gleich beginnen wollen. Und so gibt es, glaube ich, viele Informationen, die auch wieder neu zu entdecken sind. Zu entdecken gibt es in den kommenden Tagen genug. Auch Staatsminister Franz Josef Pschierer hat ein klares Fazit nach seinem Rundgang bei den Ausstellern. Diese Festwoche hat für die Allgäuer Wirtschaft, und zwar in Handwerk, Handel, Dienstleistungen und im Tourismus und auch in der Landwirtschaft, eine zentrale Bedeutung. Sie ist für mich immer auch das Schaufenster des Allgäus. Diese Festwoche zeigt, was das Allgäu ist und was das Allgäu kann. Und deshalb lade ich wirklich alle Menschen ein, hierher zu kommen. Schon am ersten Wochenende sind dieser Einladung viele Allgäuer gefolgt und haben sich nicht nur bei den Ausstellern informiert,
sondern sich auch im Festzelt frisch gezapftes Bier schmecken lassen. Die Serviette der Bockwurst oder die Verpackung der Ware, die auf der Festwoche verkauft wird. Bei so einer Großveranstaltung kommt ganz schön viel Müll zusammen. Insgesamt 1,5 Tonnen Restmüll pro Tag. Rechnet man dann auch noch den Abfall aus den zwei festwocheneigenen Wertstoffhöfen dazu, gibt das in der Festwochenzeit rund 55 Tonnen Müll. Ganz schön viel. Deswegen arbeitet die Stadt an einem Müllkonzept. So darf nur noch in wenigen Ausnahmen Einweggeschirr verwendet werden. Außerdem sind die Aussteller dafür verantwortlich, ihren Müll selbst auf den Wertstoffhof zu bringen. Die Verantwortlichen hoffen so, dass die Geschäftsleute ihren Müll reduzieren bzw. sogar minimieren. Ja, vom Müll auf der Festwoche zum Programm und zum Gelände. Meine Kollegin Melissa Hellebrand hat sich auf der Festwoche umgesehen und sogar ein bisschen angepackt. Bei was? Das zeigen wir Ihnen später in der Sendung. Doch vorerst schauen wir auf die Kurznachrichten in der Region und natürlich auf das Wetter in Allgäu TV Kompakt. Dafür meldet sich mein Kollege Boris Weltermann aus dem Allgäu TV Studio nach einer kurzen Werbung. Am Allgäu liebe ich die Tradition, die Trachten, den Ursprung und das Natürliche. Und ich setze mich aufs Fahrrad und bin im Urlaub. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. 1000 Euro leihen und nur 996 Euro zurückzahlen. Das gibt's nur bei Smarter! Unglaubliche minus 0,4% bei 1000 Euro. Deutschlands Top-Kredite. Super günstig auf smava.de. Wenn Kredit, dann Smarter! All-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. All-in.de. In meiner langjährigen Erfahrung, über 33 Jahre, habe ich über 210 Kreuzfahrten persönlich gemacht, kann daher alle Kunden persönlich beraten über die Qualität, die Nebenkosten und die Ausstattung der vielen Kreuzfahrtschiffe. Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns ein Fest für die ganze Familie. Mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2018. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. Vom 11. bis 19. August 2018 in Kempten. Ja, herzlich willkommen auch von mir hier aus dem Studio. Jetzt der Nachrichtenüberblick am Montag. Am Samstag hat eine Wanderin einen brennenden Baum auf dem Gipfel des Hohenfluralbkopfes gemeldet. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera und einem Hubschrauber konnte die Brandstelle bzw. mehrere kleine Brandstellen gefunden werden. Mit 8 Flügen des Hubschraubers und jeweils 500 Litern Wasser konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer wohl von einem unbeaufsichtigten sogenannten Mottfeuer oder auch Forstfeuer ausgegangen war. Das Mottfeuer sei bei einer Kontrolle am Morgen vollständig abgebrannt, muss sich aber wohl wieder selbst entfacht haben. Außerdem sind am Wochenende 2 Autos in Brand geraten. In der Nacht von gestern auf heute meldeten Jugendliche in Hopferau hohe Flammen, die aus einem Motorraum eines Autos schlugen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Brandes verhindern.
Grund war hier wohl ein technischer Defekt. Auch in Memmingen hat es gebrannt. Dort war heute Morgen ein Wohnmobil in Brand geraten. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch hier wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Neues vom Wolf. Nach den zwei mutmaßlichen Wolfsattacken auf Kälber in Wertach im Landkreis Oberallgäu wollen nun auch zwei Wanderer am Schrecksee einen Wolf gesichtet haben. Beim Übernachten am Seeufer seien die beiden von einem sehr großen Tier aufgeschreckt worden, das einen Rucksack über 100 Meter weit weggeschleift und aufgerissen haben soll. Unterdessen werden noch die Ergebnisse der DNA-Analysen im Falle der gerissenen Kälber erwartet. Landrat Anton Klotz hatte die Tests bei einem Institut in Wien in Auftrag gegeben. Bei einem Badeunfall am Öschlesee im Oberallgäu ist am Samstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 69-Jährige aus Schopfheim in Baden-Württemberg war zusammen mit seiner Frau eine größere Runde schwimmen gegangen. Da der Mann etwas langsamer war, schwamm seine Frau alleine zurück ans Ufer. Der Polizei zufolge merkte dann ein Passant, dass der 69-Jährige unsicher schwamm und langsam unterging. Es wurde sofort eine Suchaktion eingeleitet. Dabei halfen unter anderem Badegäste, Rettungsdienst und die Feuerwehr. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Mann konnte aber nur noch tot geborgen werden. Ein Arzt diagnostizierte eine natürliche Todesursache. Tourismus boomt. Der Tourismus in der Region boomt weiter. Das geht aus den Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik hervor. Demnach verzeichnete das Allgäu im ersten Halbjahr 2018 bei den Gästeankünften einen Anstieg von rund 5% auf rund 1,8 Millionen. Auch die Zahl der Übernachtungen stieg um 4,9% auf 6 Millionen. Trotz der guten Zwischenbilanz sagte der Vorsitzende des Tourismusverbandes Allgäu-Bayerisch-Schwaben, Klaus Holecek, aber auch, dass wichtige Weichen im Tourismus gestellt werden müssten, vor allem in Richtung Qualität statt Quantität. Insbesondere nannte er die Förderung alternativer Mobilität, die Unterstützung von Klein- und Privatmietern bei der Digitalisierung und dem Thema Mobilfunkabdeckung. Gestern ist es zu zwei Abstürzen im Allgäu gekommen. Zunächst ist eine Gleitschirmfliegerin im Bereich des Weiherkopfes bei Bolsterlang abgestürzt. Im Rahmen eines Prüfungsfluges bekam die Frau beim Start Probleme mit dem Wind und ihr Schirm klappte ein. Sie stürzte aus 8 Metern Höhe auf den Boden. Dabei brach sie sich zwei Brustwirbel. Die Polizei Sonthofen ermittelt. Am Nachmittag stürzte ein 20-jähriger Soldat bei einer Kletterübung ab. Eine Gruppe der britischen Armee war im Rahmen einer Kletterausbildung an einer Außenkletteranlage in Sonthofen unterwegs. Laut Polizei stürzte der Mann aufgrund eines Bedienungsfehlers eines Kletterseiles aus 3 Meter Höhe auf den Boden. Er brach sich einen Knöchel und wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch hier ermittelt die Polizei Sonthofen noch den genauen Unfallhergang. Bauarbeiten gehen weiter. Die Bauarbeiten am Riedbergpass gehen weiter, deswegen muss die Straße ab heute bis einschließlich Donnerstag gesperrt werden. Auch am Feiertag am Mittwoch wird dort gearbeitet. Während dieser Sperrung ist Gras-Gehren nur von Balderschwang aus erreichbar. Der Passverkehr wird über Immenstadt und Oberstaufen großräumig umgeleitet. Die B19 wird zwischen den Anschlussstellen Rauenzell und Sonthofen Nord wieder für eine Nacht gesperrt. Die Sperrung dauert von heute Abend 21 Uhr bis morgen früh um 5 Uhr. Grund sind Arbeiten an der neuen Illerbrücke zwischen Burgberg und Bleichach. Sollten diese Arbeiten früher als geplant fertig sein, werde die Sperrung auch schneller wieder aufgehoben, so das Landratsamt. Eine Umleitung erfolgt wieder in Richtung Kempten über Burgberg-Rauenzell und in Richtung Oberstdorf über Bleichach-Rieden. Fischrettung wegen Trockenheit. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit mussten jetzt auch aus der unteren Argen Fische gerettet werden. Schon vor einiger Zeit wurden Forellen hier aus einem Bach bei Scheidegg geholt und umgesetzt. Mehr als 60 Forellen und hunderte Kleinfische wurden von den freiwilligen Helfern aus der unteren Argen gefischt und in noch wasserführende Bereiche des Flusses gesetzt. Mit einem Vergleich ist jetzt ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen einer 81-Jährigen und einem Allgäuer Krankenhaus beendet worden. Die Frau hatte geklagt, nachdem nach einer Operation an den Beinen massive Verschlechterungen des Gesundheitszustandes auftraten. Die Seniorin verlangte vom Krankenhaus mehrere Millionen Euro Schmerzensgeld. Nach 6 Jahren konnten sich die Verfahrensbeteiligten auf eine Summe von rund 20.000 Euro einigen. Das Krankenhaus streitet aber weiterhin ärztliches Verschulden ab.
In Kaufbeuren hat jetzt das erste öffentliche Eishockeytraining des ESV Kahr stattgefunden. Über 1000 Zuschauer waren dabei. Am kommenden Samstag findet dann auch endlich in der Arena das erste Spiel statt, ein Freundschaftsspiel gegen den EHC Lustenau. Und noch kurz zum Fußball. Der FC Memmingen hat sein drittes Auswärtsspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim mit 4:1 gewonnen und bleibt so auf Tabellenplatz 4. Nächsten Samstag geht es zum Regionalliga-Spitzenspiel nach Nürnberg. Ja, soweit die Meldungen aus der Region. Jetzt noch das Wetter für die nächsten Tage und danach gehen wir wieder auf die Festwoche zu Svenja Ganser. Ciao. Heute Nacht erwartet uns in allen Teilen der Region ein bedeckter Himmel mit Regen. Dazu gibt es Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad. Ähnlich geht es auch morgen Vormittag weiter. Es bleibt weiterhin grau und der Regen zieht sich fast durch das ganze Allgäu. Im Unterallgäu regnet es nur ab und zu, sogar die Sonne zeigt sich immer mal wieder. Die Temperaturen sinken auf 17 Grad. Am Nachmittag wird es wieder etwas freundlicher. Es regnet nur noch vereinzelt im Ober- und Unterallgäu. In den anderen Regionen zeigt sich die Sonne wieder öfter. Auch die Temperaturen steigen wieder auf 24 Grad an. Der Regen zieht sich auch durch die Berge. Größtenteils wird es bewölkt und nass. Nur am Nebelhorn und Breitenberg schafft es auch immer mal wieder, die Sonne sich zu zeigen. Mit 20 Grad wird es am Gründen am wärmsten. In den anderen Gebieten liegen die Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad. Am Mittwoch starten wir den Tag meist sonnig und mit nur wenigen Wolken. Die Temperaturen liegen bei 22 Grad. Am Donnerstag gibt es strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bis zu 26 Grad. Das Wochenende starten wir dann wieder regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 20 Grad. Wir haben vorhin schon die Eröffnung gesehen. Seit Samstag ist die Festwoche ja in vollem Gange und damit auch die Arbeit der Bedienungen, der Losverkäufer, der Reinigungskräfte, der Aussteller, der Organisatoren und. Meine Kollegin Melissa Hellebrand hat sich unter die arbeitenden Menschen auf der Festwoche gemischt und auch selbst mit angepackt. Ein Hallo von der Allgäuer Festwoche. Heute ist ja der erste Tag und es ist schon jede Menge los. Die Leute wollen sich hier amüsieren und natürlich auch bei den Ausstellern vorbeischauen. Damit das alles reibungslos funktioniert, müssen hier natürlich bei diesen Temperaturen auch jede Menge Menschen arbeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, dem ein oder anderen greife ich heute unter die Arme. Ich mache mich auf die Suche und lande beim Glückshafen. Hallo, hier ist ja total viel los bei dir. Wie heißt du denn? Christine ist mein Name. Kann ich dir vielleicht ein bisschen helfen? Ja, klar, gerne. Einfach vorbeikommen. Und wie lange machst du das hier schon? Ich habe es letztes Jahr gemacht und jetzt seit gestern und die ganze Woche noch. Und macht es dir Spaß oder ist es hauptsächlich anstrengend? Nee, es macht schon Spaß. Also die sind total nett alle, die Kinder. Genau. Ja, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier was verteilen können. Haben Sie sich schon entschieden, was Sie gerne hätten? Na, ganz mit so einem Fliege da. Ja. Ah, der kommt jetzt hier unten aus der Kiste und gar nicht aus dem Kasten. Einen Flieger. Bitteschön. Ich bin aber nicht die Einzige, die hilft. Ich treffe den schwäbischen Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert vor der Losbude. Es gibt ja jetzt hier heute eine ganz bekannte Glücksfee mit Ihnen. Ja. Macht's denn Spaß? Ja, es ist eine ganz tolle Geschichte, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen, ein bisschen was vom Roten Kreuz zu erzählen. Und es ist ja eine gute Sache, in die man investiert. Ob man jetzt gewinnt oder nicht gewinnt, ist immer ein Gewinn. Und da sticht mir auch schon mein nächster Arbeitseinsatz ins Auge. Hanna, du bist ja eine Festwochenattraktion sozusagen mit den Ballons. Man sieht dich ja schon von ganz weit her. Wie lange machst du das schon? Das ist jetzt mein fünftes Jahr, glaube ich.
dass ich das verkaufe. Und macht's Spaß oder ist es hauptsächlich für dich auch lukrativ? Es macht auf jeden Fall Spaß, gerade wenn man es an Kinder verkauft, so einen Luftballon, das ist immer eine volle Freude. Aber also es ist schon für mich schon lukrativ, gerade als Studentin nebenher. Aber ich glaube, wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es jetzt nicht machen. Darf ich auch mal versuchen, den ein oder anderen Ballon zu verkaufen? Klar, gerne, ja. Du würdest gerne einen Ballon kaufen. Welchen hättest du denn gerne? Das Einhorn da oben. Das Einhorn ist eine gute Wahl. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Ballon. Danke. Jetzt wird es höchste Zeit, in die Halle essen und trinken zu gehen. Ja, wie lange machen Sie das denn schon hier? Ich mache das jetzt schon seit 11 Jahren hier auf der Festwoche. Und ja, und es macht viel Spaß, ist immer recht interessant, kommen viele Leute, man trifft viele bekannte Leute und es ist recht nett hier. Gut, dann müssen wir jetzt aber zuerst diese kleinen Gläschen befüllen, bevor es losgehen kann. Genau. Was hättest du denn gern? Ich habe rosa Einhorn, Aztekengold, normalen Früchtetee und Chai. Rosa Einhorn. Ja, das wäre dann der rosane. Du darfst auch gleich, was möchtest du? Den rosa Einhorn. Auch den? Dann lasst es euch mal schmecken. Das war jetzt doch anstrengender, als ich dachte. Und vom vielen Laufen tun mir jetzt doch ein bisschen die Füße weh. Deswegen entspanne ich mich jetzt hier noch ein bisschen im Whirlpool und verabschiede mich hiermit vom ersten Festwochenende. Vielen Dank, Melissa. Ja, die ganze Woche über sind wir noch auf der Allgäuer Festwoche unterwegs und zeichnen von hier aus die Allgäu TV Nachrichten auf. Sollten Sie uns also zufällig dabei entdecken, dann bloß keine Scheu. Kommen Sie zu uns, sprechen Sie uns an. Wir beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen zu uns, zu unserem Sender und dem Medium Fernsehen. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann zurück mit einem radelnden Politiker. Wer sich auf den Drahtesel geschwungen hat und damit durch das Unterallgäu gefahren ist und was er oder sie damit bezwecken möchte, gleich. Bleiben Sie dran. Das Allgäu ist für mich Heimat, Relaxen, Frieden, alle zusammen miteinander. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Holz Philibeck. Holz aus eigener Herstellung. Für Wand, Decke, Boden. Von der fachkundigen Beratung bis zur Montage. Lassen Sie sich inspirieren. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Lerchenmüller. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Fertigstellung. Ihr Profi für die komplette Gebäudehülle in Sachen Spenglerei und Flachdachbau. A bissle dicht gibt's it. Unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggys und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2 mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns ein Fest für die ganze Familie. Mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2018. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. Vom 11. bis 19. August 2018 in Kempten. Haus und Grund Kempten. Der Verein für Vermieter und Eigentümer in Kempten und Umgebung. Unabhängige Beratung zu Mietverträgen, Mieterauswahl, Betriebskostenabrechnungen, Rechtsfragen und allgemeine Steuerinfos. Wir beraten Sie kompetent und schützen Ihr Eigentum. Haus und Grund Kempten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal.
und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Auf dem Fahrrad die Natur genießen und gleichzeitig die Anliegen und Probleme der einzelnen Gemeinden erfahren. Das ist die Mission des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Markus Rindersbacher. Jedes Jahr fährt er in vielen Etappen die 7 Bezirke Bayerns ab und besucht dort die Kommunen. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr natürlich auch auf dem Wahlkampf. Momentan ist er in Schwaben unterwegs. Heute war Memmingen an der Reihe. Die Sonne scheint. Die Fahrräder sind bereit und los geht's. Die sogenannten roten Radler brechen zu ihrer Tour durch und um Memmingen auf. Seit 9 Jahren schon bereist Markus Rindersbacher Bayern regelmäßig mit dem Fahrrad. Am 30. Juli startete die diesjährige Tour in der Oberpfalz. Heute fand in Memmingen die 7. Etappe statt. Mit dem Fahrrad zu fahren ist viel besser, als mit der Limousine vorzufahren, einen Vortrag zu halten, dann wieder abzuhauen. Man lernt viel besser Land und Leute kennen und kriegt einen viel stärkeren Bezug und kommt auch besser ins Gespräch. Der Dialog ist Markus Rindersbacher sehr wichtig. Auch die ländlichen Regionen und kleinen Kommunen sollen die Möglichkeit haben, mitzureden. Die Kommunalpolitiker, egal welcher Couleur, wir treffen ja auch Christsoziale, Freie Wähler, FDPler und Grüne, sagen immer, Leute, ihr glaubt wohl in München, dass ihr diejenigen seid, die immer das Sagen haben. Wir wissen doch vor Ort viel besser als ihr, was für unsere Region wichtig ist. Wir kennen die Prioritäten, wir kennen unsere Heimat aus nächster Nähe. Bitte gebt uns die Möglichkeiten, dass wir darüber entscheiden, was bei uns in Memmingen oder in Schwaben nun tatsächlich vorangebracht werden soll. Memmingen war in diesem Jahr das erste Mal bei den Roten Radlern dabei. 7 Stopps waren geplant. Es ging von Memmingen über Illerbeuren nach Worringen. Die Halte der Radtour wurden so ausgewählt, dass einige der für die SPD wichtigen Themen an den jeweiligen Orten besprochen werden konnten. Ja, es ist in Worringen zum Beispiel, da ist natürlich Infrastruktur ein großes Problem, ja, Straßenbau und natürlich auch wie in anderen Gemeinden ist der Wohnraum ist eine schwierige Frage und das sind alles so Probleme, die die Gemeinden haben. Auch die Finanzierung der Gemeinden, woher kommt das Geld, um Infrastrukturprojekte zu machen. Auch bezahlbarer Wohnraum gehört unter anderem zu den Themen im Wahlprogramm der SPD. Außerdem fordert sie diverse Modernisierungsmaßnahmen. Wie zum Beispiel mehr Elektromobilität auf den Straßen. Aber auch der Schienenverkehr spielt hierbei eine große Rolle und wird daher bei der Radtour thematisiert. Zum Beispiel der Halt nachher an der Bahnstrecke, die Elektrifizierung, ist was, das wir als SPD unbedingt vorantreiben wollen. Unsere Forderung ist jetzt, nachdem ja die Elektrifizierung von München über Buchloe, Memmingen nach Lindau schon läuft, dass möglichst auch weitere Strecken, sobald es geht, elektrifiziert werden. Wir wollen weg vom Diesel, wir wollen gute Verbindungen haben. Nach dem Bahnübergang ging es zur neuen Illerbrücke in Illerbeuren, wo der Radweg Memmingen-Leutkirch angesprochen wurde. Im Anschluss gab es eine Führung durch das Bauernhofmuseum Illerbeuren. Dann fuhr man zum letzten Halt nach Worringen. Da haben wir einen kleinen Stopp. Da geht es um die unterschiedlichsten Themen, Kinderbetreuung. Da geht es natürlich auch um das Thema Wohnen. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir die Dörfer mit in den Fokus nehmen und die nicht vergessen. Der Tenor unter den Roten Radlern ist eindeutig. In München kann nicht alles entschieden werden. Auch die kleinen Orte müssen zu Wort kommen. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ihnen noch einen schönen, entspannten Abend, liebe Zuschauer. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Auch dann direkt von der Allgäuer Festwoche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.